Ja, mein Name ist Uwe Karstedt. Ich bin Heilpraktiker hier in München. In meiner Praxis sind wir hier. Ich bin Heilpraktiker seit über 25 Jahren. Mein Bild davon ist, dass diese Bäume die Lichtkraft, die sie ja gespeichert haben, dass die nicht ausblutet, sondern dass die durch diesen Prozess und auch durch dieses langsame Trocknen im Holz bleibt und damit die gesammelte Lichtkraft später auch zur Verfügung steht. Wenn ich hier drin sitze und fühle mich hier eingerahmt von diesem richtigen, das ist ja wirklich, wie der Name schon sagt, Kokon. Ich fühle mich wirklich wie in einem Kokon, geschützt, wie wenn jemand die Arme um mich legt. Und das hat für mich absolut was mit Feng Shui zu tun, dass ich mich sicher fühle und klar fühle und geschützt fühle. Das sind ja eines der Hauptrichtlinien und wichtigsten Prinzipien im Feng Shui, dass man sich sicher fühlt in dem Raum, wo man ist. Und das findet auch statt durch diese Form. Aber die Form ist nicht alles, sondern hier ist auch noch das Material, was ausstrahlt. In der Zeit, nachdem ich diesen Kraftplatz hier hatte und auch gleichzeitig das Bett hatte, habe ich mich ausgetestet, ich glaube 3, 4 Wochen danach. Und dann war ich sehr erstaunt, weil ich hier auf den Bildschirm geschaut habe und gesagt habe, ist das Gerät kaputt? Das waren so gute Ergebnisse und dann habe ich nachrecherchiert, habe ich irgendetwas anders gemacht in der Zeit. Und außer diesem Kraftplatz und dem Bett, wie gesagt, war nichts anders. Ich habe mich nicht anders ernährt, ich habe mich nicht andere irgendwelche Mittel genommen. Da war nichts anders. Das heißt, das muss zurückzuführen sein zum hohen Wahrscheinlichkeitsgrad allein auf den Kraftplatz und das Bett aus dem Holz. Die Werte waren fantastisch. Also das war so, wie ich gesagt habe, also wenn ich sowas sehe, würde ich sagen, gesund, geh heim, mehr braucht man hier nicht wissen. Ja. Das war, glaube ich, mit die beste Austestung, die ich je von irgendjemand gesehen habe. Es war also unglaublich eigentlich. Denn so ein Baum ist ja eigentlich ist ja eine Ausgeburt an Feiern. Ja? Damit wird die Existenz gefeiert, wie eine Blume, die aufgeht und blüht. Das ist alles das, was hier drin abgespeichert ist. Und wenn man sich das bewusst macht, dann weiß man auch, warum das hier so wirkt, warum ich mich so wohlfühle da drin. Denn wenn mich jemand feiert und mich jemand liebt und mich jemand anstrahlt mit seiner gesammelten Kraft, das ist die Kraft, die da drin steckt. Ich wäre gerne ein Baum bei meinem Kokon.